Ruhe bitte, wir drehen, das muss doch möglich sein. Toll, so Aufnahmeleiterton. Ruhe, die Ruhe bleibt. Das ist mein Lieblingssatz, die Ruhe bleibt. Das wird eine Late-Night-Show ganz klar nach amerikanischem Vorbild. Das heißt, zwei Gäste, können auch mal drei sein. Musik, eine feste Band. Das ist die Band, die mit Marius Müller-Westernhagen auf Tournee war. Und der entscheidende Unterschied zu dem, wie man es bisher in Deutschland gesehen hat, ist, dass ein sehr großer Comedy-Anteil sein wird jeden Abend. Das heißt, ein aktueller Monolog am Anfang, der sich mit Themen wie Vater Graf, Lothar Matthäus und wer so aktuell in der Boulevardzeitung auf der Seite 1 ist. Dann eine Geschichte, dass ein Messerstecher seine Tat selber eben Am Vormittag machen sich die Redakteure Gedanken, welche Themen und Gäste am Abend die Bühne beleben. Wenn man jeden Tag eine Sendung machen kann, ist man im Grunde schneller dran mit der Materialverwertung. Es passiert etwas vormittags, ja, das wird abends gemacht und ist weg. Das kann schon nach 4 Tagen nicht mehr aktuell sein, wenn ich es Dienstag lese und erst Samstag eine Sendung habe. Das finde ich das ganz Tolle und es ist der große, große Vorteil einer täglichen Sendung. Mittags werden Gags zusammen mit den Autoren erfunden. John immer noch Madonna nachtraut, weil sie hat ihn mit Kakaobutter eingeschmiert und komplett abgeleckt. Und am nächsten Tag haben sie eine Alufolie und hat gesagt, vernasch mich. Die Frage ist, wann kommt sie und sagt, ich war in der Pause. Oder ich weiß nicht. Also, ja, also wir müssen irgendwie doch was haben aus dem Lebensmittelbereich, was sie als nächstes machen könnte. Was ich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht machen werde, sind Papstwitze, weil das ist mir zu billig. Ja? Also mit einem Papstwitz macht man relativ billig Provokation. Das heißt, wem gar nichts einfällt, der macht einen Witz über den Papst und schon der eine Teil des Saals lacht und der andere Teil der Presse ist sauer. Das ist, ich habe mir irgendwo gelesen, antiklerikal zu sein ist provinziell. Und das finde ich eine tolle Formulierung, weil deswegen bin ich auch noch katholisch. Ich glaube, dass ich insofern ganz professionell bin. Ich bin nicht jemand, der 24 Stunden am Tag Fernsehmensch ist, ja? Sondern ich komme zur Arbeit und dann wird angeknipst und dann sind wir lustig. Und wenn das Licht ausgeht, bin ich nicht mehr lustig. Ich bin eigentlich ein deutscher Unterhaltungsangestellter. Ich komme zum Dienst, stelle meine Mappe, meine Thermosflasche und meine Brotbüchse ab, werde lustig und gehe wieder heim. Vater Graf, die Rechenaufgabe heute heißt 7 Millionen Mark. Wie viel ist das in Plastiktüten? Mein Markenzeichen ist sozusagen eine gewisse Frechheit. Ich werde ja als der freche, leicht großmäulige und zynische Unterhalter apostrophiert. Wobei der Begriff Zynismus vor allem bei von Tageszeitungen mit geringer Auflage immer so schreckhaft eingesetzt wird. Sie sind ja nun Zyniker. Hier ist Arnold Kiesbauer. Hallo. Prominenz sogar beim ersten Test-Talk. Private Überraschungen wie Krankheiten oder so kann man sich eigentlich in bedingtem Maße auch vorstellen. Also ich sage mir nicht, das passiert nur den anderen. Ich bin da eigentlich relativ realistisch. Also ich versuche mir immer so Situationen vorher durchzuspielen, in Gedanken. Und da ich ja eigentlich nicht sehr Schwankungen unterworfen bin, bin ich eigentlich von Überraschungen ziemlich verschont geblieben bisher. Das Nachtleben wird um eine Adresse reicher.